Hallo meine Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass ich noch wieder ein Bastelvideo mache und euch zeige, wie man so eine Tasche macht, wo man ein bisschen Bastelzeug unterbringen kann. So, nimmt man solche halbe Briefumschläge. Ja. Schneide das hier ab. Man kann 5 Briefumschläge nehmen, man kann so viel nehmen, wie man will. Ich habe jetzt 5 genommen. So. So, dass es gleichmäßig ist. So, und dann klebt man Kleber. Klebt man das hier. So. So, da ist der Anfang fertig. So, und da hat man das so. Ja. So, und dann nimmt man so ein großes. Ja, ja. Mama legt das hier drauf. So, falte das zurecht. So. So. Und so. So. Und dann machen wir hier auf der Seite Kleber. Kleber. So, klebt das hier drauf. So. So. Ja, das kann ein bisschen mehr da. Ja, gut. Ja. So. Und dann darf nichts Weißes rausgucken. So. Dann müsst ihr gucken. Dann macht man hier Kleber. So. In der Zeit kann das trocknen jetzt.
Die Falten, die könnt ihr dann wegtuschieren. So. Und was zu viel ist, das könnt ihr wegschneiden. Und jetzt seht ihr unser neuer Schatz, Migi. Ja, der läuft jetzt auch gerne durchs Video. So, also, was sieht, schneidet die Überreste ab. Ja, was zu viel ist. So. 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 Und dann, wenn ihr habt, so, Klettverschluss, ja, schneidet euch das so zurecht, halt, erstmal Kleber wieder zumachen, brauchen wir jetzt nicht. So, ja, wie man die verschönert, hatte ich ja schon ein Video gemacht. So, und dann müssen wir mal gucken. Lang ungefähr das sein muss. So, dass man das nicht sieht. So, und das andere Ende genauso. So, zack, na, dass ihr das verbinden könnt. So, so. Und klebt das hier auf diese Seite. Andere Ende, so könnt ihr es auch machen, habt ihr das gleich, so, und klebt das hier schön fest, na, und dann habt ihr wie eine kleine Aktentasche, oh, ja. Ja gut, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er hier irgendwo nicht zu viel Kleber macht. Na, sonst kleben euch die Fächer zu. Na? So sieht das Ganze dann aus. Na? So war's. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man solche Kartons verschönern kann. Na? So, ich würde mich über Abo freuen. Viel Spaß beim Angucken. Ich grüße Österreich, Halle, Bad, grüße nach Nürnberg. Nähe von Nürnberg, Kuppenheim und so, die uns alle kennen. Na? Ich würde mich über Abo freuen. Ich freue mich über jede Kleinigkeit, über Überraschungsbox, Post, über
Überraschungspakete. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wann das nächste Bastelvideo kommt, weiß ich noch nicht. Ja. Aber es wird wohl nicht lange dauern. Ich wünsche euch viel Spaß. Grüße euch. Ja. Grüße gehen auch nach England. Ja. Viel Spaß beim Angucken. Tschüssi.